Erkennen Sie es? Das hat zwei Höcker und ganz viel Fell. Und es hat etwas größere Hufen als ein Pferd. Genau, ein Kamel. Es gehört zu den am häufigsten erwähnten Tieren in der Bibel. Vielen bekannt ist das Kamel aus den Krippendarstellungen zur Weihnachtszeit. Oft steht es als Begleiter neben den drei Weisen aus dem Morgenland. Beim Aktionstag Tiere in der Bibel des Bonifatiuswerkes segnete Bischof Bode die Kamele stellvertretend für alle Tiere im Kölner Zoo. Nicht ganz ohne Grund, denn es ist wichtig, dass Kirche immer Interesse haben muss, Kinder an den Glauben heranzuführen und zwar auch auf sehr kindliche Weise. Und da gehören Tiere und Schöpfung, Natur dazu. Und die Bibel enthält viele Geschichten. Das wissen auch Adrian und Jonas. An eine Bibelstelle kann sich Jonas besonders gut erinnern. Also bei Adam und Eva kommt eine Schlange drin vor. Der Teufel ist in Gestalt einer Schlange und sagt zu Adam und Eva, also da gibt es so einen Baum, da sind Früchte dran, die darf man nicht essen, die dürfen die nicht essen. Zu den wichtigsten Erzählungen der Heiligen Schrift über Menschen und Tiere gehört die der Arche Noahs. Welchen besonderen Auftrag Gott Noah erteilte und wie es zu dem Gewimmel auf dem Holzschiff kam, erklärt Adrian. Er soll mit seiner Frau und seinen Kindern und auf ein Schiff bauen, wo alle Tiere von allen Tieren ein Paar drauf können. Wie zum Beispiel Giraffen, Leoparden, Elefanten und Strauße. Im Hiob-Buch wird besonders seine Schnelligkeit erwähnt. Denn im Lauf kann der Strauß gut und gerne bis zu 70 Stundenkilometer schnell werden. Einige Stationen weiter lebt ebenfalls ein Tier der Bibel. Der Löwe gilt als Sinnbild herrschaftlicher und göttlicher Macht. Von gefährlichen Begegnungen zwischen Mensch und Raubkatze berichtet unter anderem die Geschichte von Daniel in der Löwengrube. Um die Tiere der Bibel in Natura zu erleben, müssen sich die Kinder natürlich nicht in Gefahr begeben. Aber dass sie ein Gespür entwickeln und mit der Schöpfung in Berührung kommen, das ist für Monsignore Austen vom Bonifatiuswerk ein wichtiges Anliegen. Kinder sind sehr sensibel, was ihre Umwelt angeht. Und das möchten wir auch gerne an Werthaftigkeit weitergeben. Tiere sind zu schützen, zu pflegen, wie auch die Umwelt. Und macht die Augen auf, geht auch kritisch damit um. Dafür ist der Zoo ein idealer Ort und verwandelt Theorie in Praxis. So machen Bibelgeschichten doppelt Spaß.